Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der Raum und Zeit gebar. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der einen Planeten in diesem Raum kreisen ließ. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, dem das heute uns bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Rain, heavy clouds, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Und damit herzlich willkommen zu Death Stranding. Ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht geplant habe, dass ich da ein Let's Play mache, aber es war gerade kostenlos bei Humble Bundle. Also habe halt hier das Abo bei Humble Bundle und da war es jetzt gerade mit dabei. Und das Spiel ist von Kojima und hat eine richtig geile Story und gute Inszenierung und auf sowas lege ich halt sehr Wert.
Und daher habe ich mir gedacht, okay, wir schauen uns das mal an. Es ist ja schon eine Weile lang draußen. Und im Prinzip sind wir hier so ein Postbote, um es mal so zu sagen. Und ja, die Welt ist ziemlich abgefuckt. Wie zum Beispiel der Regen, der alles altern lässt, was er berührt. Okay, Y auf Rücken rauf. Okay. Ja, und das Spiel startet erstmal so komplett ohne Instruktionen. Zum Scannen. Okay. Also ich muss schon sagen, Welt sieht schon mal geil aus. Komme ich denn zu der Fracht da unten? Einfach da so runtergehen? Ja, okay. Okay, 18,5 Kilo von 120 maximal, ist da noch mehr? Da unten ist noch was. Geh mal hier rauf. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da runter. Es hat irgendwie schon was, dass man hier einfach mal so reingebracht wird. So nach dem Motto, ja, schau mal, was du jetzt machst. Ja, und ich habe mich entschieden, das Ganze mit Controller zu spielen. Springen, klettern, A gedrückt und durchgehend klettern. Okay. Hä? Jo, das ist eine gute Idee.
Ich glaube, sie sind weg. Was zum Teufel? Ich wollte nicht so fest zupacken. Tren. Eine Chiralium-Allergie. Also, hast du Dooms, wie ich? Ich habe den Extinktionsfaktor. Aber ich glaube, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Na, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Mein Name ist Fragile. Ja, ich habe von dir gehört. Wirklich? Sam Porter Bridges. Der Mann, der liefert. Kryptobiot am Morgen vertreibt den Zeitregen. Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen, so allein. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig. Bis auf ein paar ehrliche Menschen. Und dazu kommt... Von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Geht's in die Stadt? Pass auf dich auf. Diese Dinger bleiben nie lange fort. Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Ja, und das ist Kojima. Einfach eine geile Inszenierung schon am Anfang. Die rote Leiste ist eine Blutanzeige, wenn sie nun nach rechts stirbt, Sam. Macht Sinn. Der blaue Anzeige handelt sich um die Ausdaueranzeige. Nimmt sie ab, bewegt sich länger aus, aber und er fällt, um schwerer sein Gleichgewicht zu halten. Ja, okay. Oh, da ist sowas. Das nehme ich doch mal mit. Y. Dankeschön. So, ja, also ich habe ziemlich viele Fragen. Warum macht der Regen das? Was war das für ein Monster oder was auch immer, was uns da begegnet ist? Und sie hat nichts zum Unfall gesagt. Okay. So, also ein bisschen angespielt habe ich. Nämlich bis zu der Stadt, wo man die erste... wo wir die Sachen hinliefern müssen. Ist da hinten. Und ja, das mit dem Gleichgewicht ist ein Ding. Okay, für sich bla bla bla. Ist Sam mehr dazu in der Lage, seine Fracht zu tragen. Okay. So, nächste Fracht.
3 bei 4. Ja, mal schauen, vielleicht finden wir noch was. Kann ich denn hier laufen? Okay, das ist springen. Ah, okay, so ist laufen. Was macht das? Ah, okay. Ah, wie cool. Ich kann die Kameraposition ändern. Okay, er fliegt schnell hin. Oh, 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 oh. Da bleiben. Ja, Yoshi habe ich das Spiel schon gezeigt, beziehungsweise was er von der Idee hält. Um Let's Play. Er meinte, das ist der Walking Simulator. Mal schauen, wie schlimm das noch wird. Ah, jetzt in einem Fußball in dein Gleichgewicht kannst du da Wasser schon wieder nehmen, wenn du beide Hände nutzt, um dein Gleichgewicht zu halten. Hältst du länger aus. Okay. Ey, da schwimmt ja irgendwas. Cool. Oh, und da ist das nächste Paket. Also ich hoffe, ich krieg mein Motorrad wieder. Ich will hier nicht die ganze Zeit rumlaufen. So, da wäre die Stadt. Rennen. Nicht mehr rennen. Okay. YouTube, bitte gib mir keinen Content Strike. Hey, was? Wo hast du mich wie gescannt? Okay. Kann man rein hier? Ah, oh Mann, ich habe eine Fliege bei mir, die voll nervt. Ich muss die dann mal töten. Ja, geil, jetzt sind sogar zwei. X gedrückt halten. Ja, liefern. Ja. Ja. Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Musste im Sturm warten. Hab mein Motorrad verloren. Oh, das klingt aber wirklich mies. Zum Glück sind unsere Waren in Top-Zustand. Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Also, tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung. Ja, dankeschön. Okay. Kein Frachtschaden. 28 Nikes. 0%. Ah, ich glaube, die ganzen Statistiken brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, 185 Nikes. Okay, verlorene Flacht. 1 von 2. Okay, ja, okay, ich glaube, das muss ich mir jetzt nicht geben. Power Alliance Card. Bodenklasse 0. Auftragsbewertung, Lieferung, okay. Ziemlich viele Statistiken. Ja, okay, ja. Ein Kilometer sind wir gegangen. Wahnsinn. Spezialauftrag für Sam Porter Bridges. Ein Auftrag. Thank you.
Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sein Porter, nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los. Hier, siehst dir an. Der hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne? Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDS. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Er zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Es muss schnell gehen, sonst knallt's hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe GDS nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge Baby, ja? Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt! Es wird immer schräger. Was ist ein Blitzschwebe? Warum ist es ein Problem, dass er so lange tot ist? Und was hat es mit diesem Blumen auf sich? Die Welt war eine andere, als ich ein Kind war. Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Drogen wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen. Ach du Scheiße. Ich glaube. Ein Regenbogen. Warum ist das ein Problem? Bleib noch bis zum Verbrennungsofen. Der Typ ist gleich soweit. Oh oh. Shit. Wir müssen mitten durch die GDs durch. Regen?
wie kann der so schnell abfacken? Okay. Abgesoffen. Die Schweine haben uns da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Kannst du irgendwas sehen? No. Ich sehe ganz viel gar nichts. Recht. Was ist der Plan? Dieses BB muss kaputt sein oder so. Ich hab's gewusst. Es geht schief. Wenn es regnet, warum wird es dann... Schlafen ist eine ganz blöde Idee. Ich glaube, wir kriegen gleich Ärger. Warum ist es rot? Ist es eine komische Allergie?
Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Alter, es ist nicht mal eine halbe Stunde im Spiel und die Kacke ist so unglaublich am Dapfen. Und was ist da eigentlich gerade passiert? Sieht es jetzt wieder?
Okay. Was das bedeutet, dass er von dem als die Fuge bekannten Ort ins Leben zurückkehren kann. Er getötet wird. Folge in der Fuge dem Strang. Für das Emsili zu seinem Körper, um ihn zurückzubringen. Ja, aber... was? Was? Baby. Baby. Baby, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Hier ist Papa. Was war denn das jetzt? Okay. Einst gab es eine Explosion. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird. Okay, das mit der Leiche ist wohl eine ganz blöde Sache, wenn ihr da so rumliegt. Alles klar. Gut. Okay, das sind aber nur so Hilfeanzeigen. Sam ist ein Wiederkehrer. Das bedeutet, dass er von dem, also die Fuge bekannten Ort ins Leben zurückkehren kann, wenn er getötet wird. Folge der Fuge dem Strang. Noch eine Flacht, ja, ja. Okay, ja, ich habe selber die Fragen und ich hoffe, sie werden beantwortet, weil das ist jetzt alles sehr viel... What the fuck? So, komm, Spiel. Lass mal schneller, bitte. Aber ich muss sagen, cool. Gefällt mir. Spricht mich an. So, fortsetzen. Wie fühlt es sich an, wieder unter den Lebenden zu sein? Keine Angst. Ich bin Arzt. Also Rechtsmediziner, eigentlich. Nenn mich Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Das würde ich nicht tun. Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen, sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns? Ach, uns. Yep, Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Gut. Wo bin ich? Viel später, Shash. Schau mal.
Versuch, sie an deine Haut zu drücken. Etwa so. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Körpers zu den Handschellen. Da, sieh mal. Die Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das. Wir wollen helfen. Was zum Teufel? 2 Tage? Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Du bist ein Wiederkehrer. Das macht dich sehr besonders. Was ist mit den Leichenentsorgern? Central Nod wurde bei der Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die einzigen, die es überstanden haben, waren du, kein Wunder, und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut? Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Warum behalten? Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team, das HQ, ganz Rediford. Jede Seele in Central Knot City. Jetzt sind wir in unserer Basis in Capital Knot City. Oder besser gesagt, im neuen Hauptquartier. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in 2 Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Zum Glück waren der Direktor und sein Unterstützungsteam nicht in der Stadt. Die Befehlskette bleibt also weiter intakt. Ich tue das ungern so früh, aber ich habe einen Job für dich. Dieser Handabdruck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Verstehe. Aphephosmophobie. Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst, wo dich keiner anfassen konnte. Ich versuche, vorsichtiger zu sein, Sam. Also, der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Knot? Nein. Den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Warum ich? Pass auf, Sam. Tu es einfach. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Warum machst du es nicht? Weil ich nicht wirklich hier bin. Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren? Sehr gut. Wir sehen uns dann in der Isolierstation.
Okay. Was für ein Auftakt, ey. Alter. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, sei mal kurz ruhig, bitte. Okay, wow. Wow. Eigentlich habe ich de facto kaum gespielt, aber die... Lieferauftrag für Sam Porter Bridges. Ja, jetzt lass mich doch mal... Transport auf die Isolierstation, zwecks sofortiger Verabreichung an die Präsidentin. Ja, gleich. Ja, also mit so einem bombastischen Start habe ich wirklich nicht gerechnet und ich hoffe, das geht auch noch so weiter. Mir gefällt es richtig gut. Ich hoffe, euch auch. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr von dem bis jetzt so hält. Also mir gibt es einen Daumen nach oben. Und nachdem wir schon eh an der Zeit sind, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.